meinem Kanal. Mein Name ist Julius oder Whisper President und ich freue mich, dich ja zu einer neuen Beer Review begrüßen zu dürfen. Ich mache mal eben noch ein Thumbnail. Okay, ich glaube, ich habe das sogar drin. Da seht ihr auch mal, wie ich das mache. Einfach nur ein kleines Standbild. Ja, ich habe hier ein rumänisches Bier. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich versuche es mal. Schukas. Ich habe mir gerade die Google-App runtergeladen. Ich versuche das jetzt mal hier. Zu übersetzen. Schuss an. Falls du dir ein Getränk mitnehmen möchtest, ob es Wasser ist, eine Limonade, ein Bierchen oder ein Shot Whisky, mir egal. Prost.
ich kann mir vorstellen, dass dieses Bier, wenn man dort aufgewachsen ist, ein komplettes Favorite ist. So ein Land-Favorite. Ich nehme auch an, dadurch, dass das bei uns verkauft wird hier in Gladbach, Deutschland, dass das ein Bier ist, was dort in Rumänien viel getrunken wird. Falls du aus Rumänien bist oder schon mal da warst, lass mich das gerne in den Kommentaren wissen, ob du davon schon gehört hast, ob du das kennst. Ja, lass mich das bitte gerne in den Kommentaren wissen. Also schmeckt nicht, ist es nichts Besonderes. Danke so. Sorry an alle Rumänen da draußen, ist es nichts Besonderes. Es ist ein gutes Bier. Das kann man sehr gut trinken, also das auf jeden Fall. Das war extra. Also nicht, dass es überläuft, aber halt, dass wir Schaum kriegen. Es ist vom Geschmack her und vom Geruch her ähnlich wie, wie gesagt, Bitburger und Krombacher. Aber vom... Ich habe Geruch gesagt, oder? Also vom Geruch her ist es wie Bitburger und Krombacher. Aber vom Geschmack her erinnert es mich eher an einen Tisky mit Budweiser. So, dieser etwas stärkere alkoholische Geschmack, aber trotzdem leicht, diese Leichtigkeit, ohne dass es zu herb ist, weil Bitburger Krombacher ist auf jeden Fall herber als das. Ja, es erinnert, beim Trinken erinnert es an Tisky, beim Abgang erinnert es an einen Budweiser, auf jeden Fall. Riechen tut es wirklich super stunny einfach. Es riecht süßlicher, als es schmeckt. So. Falls du mehr Bier-Reviews haben möchtest, ich habe noch... Ups. Da geht mein Hintergrundbild, ja, ich denke da aus hier gerade. Falls du Lust auf mehr Bier-Reviews hast, ich habe glaube ich noch 3 Stück in meinem Kühlschrank, die ich noch nicht probiert habe. So IPAs und so. Wenn du Bock drauf hast, let me know. Und wenn du aus einem Land kommst, das nicht Deutschland ist, oder auch wenn du aus Deutschland kommst und mir Biere zukommen lassen möchtest, dann schreib mir gerne in die Kommentare oder am besten direkt auf Instagram. Dann probiere ich die gerne hier im ASMR-Format für dich, für euch alle aus. Kann man wirklich sehr gut trinken. Gibt mir auch so Sommer-Vibes. Sommer-Herbst-Vibes und dabei Fußball gucken oder so. Also Fußball gucken im Sommer natürlich schwer mit der Sommerpause, aber okay. Ich würde sagen, für die Leute, die meine Videos kennen, die wissen, was kommt. Jetzt heißt es Ex oder Kölner. Cheers.
Ich könnte davon bestimmt jetzt noch ganz schnell 3 Stück trinken. Also, mache ich natürlich nicht. Aber wenn man es wollte, würde es gehen. Zum Beispiel von Warstein, da kann ich nicht zu viel zu schnell trinken. So schnell trinken. Ähnlich ist es mit Radeberger. Oder Jever. Super leckere Biere, alles. Keine Frage. Die Würze von Warsteiner, das Herbe vom Jever. Und was hatte ich noch? Ja, die Süße und diese Richness von Radeberger einfach nur super. Das war's. Ich wünsche dir einen schönen restlichen Sonntag. Sorry übrigens, dass ich am Freitag oder am Donnerstag nicht gepostet habe. War einfach zu viel los bei mir. Und ich dachte mir so, yo, ihr werdet es verstehen. Deswegen, Love geht raus. Ich kann das nicht. So, Liebe geht raus an euch alle. Und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Falls ja, gib mir gerne Daumen nach oben. Und falls du es noch nicht getan hast, lass auch gerne ein Abo da. Sorry. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Pass bitte auf dich auf. Halt die Ohren steif.